Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Es geht weiter in der Go-Kampfliga und ich habe mich diesmal vorbereitet. Ich bin mal gespannt, ob meine Vorbereitung gut ist. Ich habe mir 15 Pokémon aufgeschrieben aus den letzten zwei Videos, wie ich gegen sie effektiv kämpfen kann. Mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme. Plus, dass ich ein bisschen geguckt habe, dass ich die Psycho-Attacke besser einsetzen kann. Und ja, mal sehen, was jetzt hier als erstes kommt. Es ist ein Granbull. Okay, da würde ich jetzt mal wechseln. Und zwar auf Alola Slimog. Das Blöde ist nur, ich weiß nicht, ob das ausreichen wird. So rum, wollte ich sagen. So, ich denke, du schildest einfach und Alola Slimog wird hier leider nicht viel ausrichten können, wenn ich das richtig sehe. Genau, das ist das große Problem. Dementsprechend schilde ich jetzt einfach mal auf die Hoffnung, dass er nicht noch einen zweiten Schild einsetzt. Aber ich glaube, mit dem zweiten Schild habe ich dann wirklich gar keine Chance. Das sieht schon übel aus, das sieht übel aus. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ich darf noch eine Schlammwoge einsetzen. Dann muss er jetzt entweder schilden oder sein Granbull ist weg. Glaube ich. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Jawohl. Gut, also hier hat sich der Schild richtig gelohnt. So, und dann kommst du mit... What? Okay. Ja gut, ist eindeutig, ne? Gehe ich auf jeden Fall auf Sumpex und Aquahaubitze. Ich gehe davon aus, du wechselst. Deswegen bin ich jetzt mal schnell runtergegangen und jetzt kann ich noch auf Erdbeben gehen. Das Blöde ist, der hat noch ein Schild, ne? Was war denn das denn jetzt hier gerade für ein Aussetzer? Ja, er hat noch ein Schild. So, und damit kann ich nur noch mit Cresselia hier aufwarten. Du hast keine Schilde mehr, dann gehe ich direkt auf Seer. Damit sollte ich ich habe noch ein Schild. Das Schild hebe ich mir für Hundemon auf. Oder Hundimon, ist mir egal, wie es heißt. So, okay. Sehr. Okay, jetzt kommt die Wahrheit. Ah, ich hasse die Attacke. Okay, die Geschwindigkeit von den Bubbles finde ich halt furchtbar. So, ich würde jetzt einfach mal auf Mondgewalt gehen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ah, das ist echt schade, dass dieses Hundimon übrig geblieben ist und ich das jetzt nicht mehr mit Zumpex rausholen konnte. So, okay, Mondgewalt. Ist Mondgewalt nicht sogar effektiv? Ja, aber neutral und macht riesen Schaden. Aber, sobald eine Ladeattacke von ihm kommt... Komm, bitte! Ich darf noch Mondgewalt einsetzen, okay. Okay, ich würde sagen, damit habe ich gewonnen. So, wird das noch was? Ja. So, das muss richtig ärgerlich sein. wie viel KP hatte noch Cresselia? Ich glaube 0,0001. Okay, wow, das war ultra knapp, nächster Kampf. Ja, Hundimon war jetzt nicht auf meiner Liste. Granbull eigentlich auch nicht, ich habe aber Pixie aufgeschrieben. Und aber bei Togekiss ist es zum Beispiel ein bisschen anders. Bei Togekiss kann man nämlich auch noch Cresselia und Seer einsetzen, bei Pixie nicht. Gut, der nächste Gegner heißt Kill. Bitte kill mich nicht. Okay, oh, Heatran. Was soll ich denn jetzt mit einem Heatran? Da kann ich eigentlich nur Seer einsetzen. Weil du hast Stahl als... Vergessen, dass das nicht Mondgewalt ist. Mondgewalt mache ich halt auch trotzdem lieber gerne so, wie es mag. Schön, dass du es durchgelassen hast, interessanterweise. Mal gucken, was hier der Schaden so bringt. Ich weiß es leider nicht. Heatran habe ich noch nie gesehen. Steinkante. Okay, damit habe ich auch nicht gerechnet. Komm, sehr. Da muss man echt, da muss ich noch viel üben, das noch gut hinzubekommen. Okay, sieht nice aus. Guck mal, ich gewinne hier eigentlich ganz gut gegen Heatran. Ich würde die Attacke durchlassen. Ich gewinne das noch, auch wenn es Steinkante ist. Kann dich mit den Sofortattacken vielleicht sogar noch fertig kriegen? Nein, kriege ich nicht. Okay.
Ja, doof. Es ist jetzt aber egal, welches Pokémon ich einsetze. Ich kann dich dann mit der Sofortattacke fertig machen. Ich gehe mal auf Sumpex. So, dann wechselst du. Also, du holst jetzt dein nächstes Pokémon raus. Und das ist Giratina. Und deswegen wechsle ich jetzt auf Sumpex. Auf Alola Slymog natürlich. So, Finsteraura logischerweise. Schild, nein. Schilde hebe ich auf. Weiß ja noch nicht, was noch alles kommt. Aber man kann auch. Ach, du kannst nochmal wechseln. Okay, und du hast zwei Schilde. Ah, doof. Das ist richtig doof. Wechseln kann ich nicht. Also, der muss. Das Problem ist, Alola Slymog überlebt nicht lange. Ah, hätte ich noch. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich am besten machen hätte sollen. Scheiße. Mist. Schilden? Ich schilde mal. Antikraft. Wieso hast du Antikraft? Also, na, schlimm ist es eigentlich nicht. Aber warum hast du Antikraft? Jetzt habe ich eine Antikraft geschildert. Ach komm. So, Aquahaubitze. War das eigentlich richtig? Gegen Togekiss? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich gar nicht Sumpex gegen Togekiss einsetzen. Aber mir bleibt jetzt nichts mehr anderes übrig. Ich habe ja nur noch das. Also der Kampf ist jetzt gerade richtig leidend, würde ich sagen. Ich habe aber noch ein Schild. Aber mein Gegner halt auch. Dann geh ich auf Aquahaubitze. Schild, ja. Was war denn das jetzt für ein Anzeigefehler? Okay. Ne, mein WLAN funktioniert heute ja auch wieder wunderbar. Das ist halt leider auch der Fall. Ich gehe jetzt auf Aquahaubitze auf die Hoffnung, dass du schildest. Und ich dann direkt nochmal auf eine Aquahaubitze gehen kann? Nö, hat nicht gereicht. Und selbst wenn, hätte ich mit der Aquahaubitze das Giratina nicht mehr besiegen können. Wow, okay. Ich habe Heatran fast besiegt bekommen. Da hat echt nicht mehr viel gefehlt. Also hätte ich da jetzt wechseln? Ich hätte vielleicht wechseln sollen direkt auf Sumpex, aber dann hätte mein Gegner auch wieder gewechselt. Naja, schauen wir mal. Tigers. Ich hoffe, das wird jetzt mal ein bisschen besser, wenn ich genau weiß, was ich einsetzen muss. Was ist denn das jetzt? Du wirst doch. Du hast eine Eis-Sofort-Attacke. Du könntest Knirscher haben. Ich gehe auf Seher. Ich schilde nicht. Nee, du hast Stromstoß, okay. Dann wechselst du und ich gehe auf Seher gegen Togekiss, das ist gut. Finde ich ja super, dass du mit deinem Togekiss reinkommst. Ehrlich gesagt. Geh direkt wieder auf Seher. Ich denke, du schildest jetzt aber. Wenn ich Pech habe, schildest du jetzt. Dachte ich es mir doch. So, Cresselia überlebt jetzt nicht mehr lange. Ich würde jetzt nochmal auf eine Mondgewalt gehen, auf die Hoffnung, dass ich die erreiche. Ich erreiche die sogar. Ich hätte aber auch Seher noch schaffen können, tatsächlich. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet, dass das noch so gut klappt. Aber hey, es hat gereicht. Es hat gereicht. Cresselia gewinnt mit einer KP. Mit einer KP. Ein normales Pokémon. Ich würde mal Zumpex nehmen. Zumpex ist da, denke ich mal, sehr effektiv. Ich denke, da kann ich direkt auf Aquahaubitze gehen. Und du wechselst schon wieder. Meine Güte. Was hast du für ein Problem? Gerle. Ständig wechselst du. Ah, auf Zumpex. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Ich war aber schon aufgeladen. Dann hast du, glaube ich, gar keine Chance. Sumpex, ja gut, wenn die beide absolut identisch wären von der IV her, dann würden sie beide gleichzeitig sterben. Schauen wir mal. Du hast geschildert. Du hast aufgegeben. Okay. Aber auch mein Internet spinnt gerade total. Aber gut. Okay, du hast aufgegeben. Ja, das ist nur noch Bari. Babari, Bira, egal.
die Weiterentwicklung von Yorklev. Wenn man die Pokémon-Namen nicht weiß, dann sagt man einfach die Grundform. Thunderbolt 958. Mal sehen, wie das hier läuft, dieser Kampf. So, Cresselia gegen Bisasflor. Das ist gut. Da bleibe ich drin. Ich denke mal, du wechselst oder du musst halt schilden. Kann mir nicht vorstellen, dass du lange drinne bleibst. Und da kommt auch schon die erste Ladeattacke. Du bleibst tatsächlich drin, aber du wirst bestimmt schilden. Mit Sicherheit. Okay, sieht gut aus. Genau, sage ich doch, du schildest. Okay, ja gut, der nächste Seher müsste ja relativ schnell fertig sein. Trotzdem kommt seine Flora-Statue zuerst. Aber komm, 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 komm. Das schaffen wir noch, genau. Ah, Mist. Ah, und du schildest schon wieder. Tja, aber wenn ich nicht schilde, dann gewinne ich das hier nicht. Gut, aber ich habe ja noch eine Alternative. Ich kann ja ohne Probleme auch auf Sumpex gehen mit Erdbeben, wenn du keine Schilde hast, ja. Warum eigentlich nicht Alola Slymog? Ich glaube, das habe ich mir falsch rum aufgeschrieben. Das habe ich mir falsch rum aufgeschrieben. Ach komm! Lass doch mal deine Flora-Statue jetzt. Das reicht. Wechsle ich halt jetzt raus. Das ist jetzt... Ah, das war so doof. Das muss ich mir andersrum aufschreiben. Okay, Metacross habe ich nicht auf meiner Liste. Toll. Super. Nice. Und ich kann nicht wechseln. Ich habe ja schon gewechselt. Jetzt muss ich warten, bis die Uhr rum ist. Aber hey... Das hat er wohl nicht bedacht, dass er mit Alola Slymog hier vielleicht keine guten Karten hat. Und jetzt Glurak. Okay, ich kann aber das Glurak leider überhaupt nicht schilden. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Das ist ärgerlich, aber dennoch, der Schaden ist ultra geil. Nee, ich glaube, das überlebe ich nicht. Ich glaube, die finden die Lohe-Kanonade, die jetzt kommt, die macht mich leider down. Das ist natürlich sehr schade. Weil Alola Slymog ist hier ein echt guter Konter gegen sein Team. Das hat man hier deutlich gut sehen können, meine ich. So, gucken wir uns jetzt hier. Jetzt kommt die Aquahaubitze. So, Glurak ist raus. Und das letzte Pokémon ist immer noch das Bisasflor. Hätte ich jetzt eine Aquahaubitze einsetzen sollen? Ich glaube, jetzt bin ich down. Erdbeben wäre jetzt... Ja, das war's. Keine Ahnung. Also das ist echt schade, dass er so viele Pokémon hatte, mit denen ich jetzt eigentlich Alola Slymog eigentlich hätte platt machen können. Aber ja, dadurch, dass ich die zwei Schilde eingesetzt habe. Ja, ich habe falsch gewechselt. Ich habe einfach falsch gewechselt. Ich wollte das mal umtauschen. Was war das? Bisasflor. Sumpex gehört da definitiv ganz nach hinten. Und Alola Slymog an zweiter Stelle. Das habe ich irgendwie falsch aufgeschrieben. So, der nächste Gegner ist auch schon am Start. Es ist ein Klon-Glurak. Okay. Damit habe ich jetzt aktuell jetzt nicht so wirklich gerechnet. Kann mich gerade nicht entscheiden, welche Attacke ich einsetzen soll. Aber wenn... Solange, ich glaube, Seher macht, glaube ich, trotzdem einen guten Job, oder? Schauen wir mal. Und wieder ein Bobble verpasst. Wieder zu schnell gewesen. Die Geschwindigkeit von diesen Bobbles gefällt mir irgendwie nicht. Er hat geschildert. Das ist natürlich doof. Nochmal Seher. So, einfach fabelhaft und... Jawohl, ja, der Schaden ist super. Der Schaden ist super. Ich schilder hier einmal. Ich möchte noch drin bleiben, möchte ich gerne noch runterfahren. Falls das geht. Du wechselst.
auf Birakadax. Okay, würde ich auch gerne wechseln. Habe ich nicht geschafft. Leider kommt jetzt schon die Ladeattacke. Ja, wahrscheinlich ist das ein großer Fehler, aber ich habe da Energie drauf und gehe jetzt auf Sumpex. So, warte mal. Barrikadax. Aquahobitze. Ich brauche aber ein Schild. Ah, ich habe falsch gewechselt. Ich hätte auf Alola Slimog gehen müssen. Ach nee. Alola Slimog gewinnt, wenn weniger als zwei Schilde eingesetzt werden. Und mein Gegner hat jetzt keine Schilde mehr. Und er hat jetzt aber ein Schild eingesetzt. Nee, jetzt bin ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Doch, eigentlich bin ich mir sicher. Es ist immer so, ich habe mir die Simulationen angeschaut von den Pokémon. Aber halt immer, dass beide gleich viele Schilde einsetzen. Ja, und deswegen, wir haben jetzt beide keine Schilde mehr. Jetzt könnte ich auch mit Cresselia sogar gewinnen. Ich gehe auf Alola Slimog und Schlammwoge ist hier die richtige Wahl. Die ist am effektivsten. Lohnt sich aber fast nicht mehr bei der Energie. Er setzt immer fleißig Kreuzhieb ein. Aber ich will safe jetzt hier gewinnen. An dieser Stelle möchte ich hier safe gewinnen. Also von daher gehe ich lieber auf die Schlammwoge. So, okay. Das nächste Pokémon ist ein Togekiss ohne Schilde. Und das wird nicht reichen. Das reicht nicht. Schade, sonst hätte ich dich mit einem einzigen Hit hier rausnehmen können. Und aber wir haben hier ein Seer von Cresselia. Mann! Ich hasse diese Geschwindigkeit, die ist doof. So, noch ein Seer. Okay, aber du hast danach, glaube ich, noch ein ganzes Pokémon. Also schaffen tue ich das nicht mehr. Leider. Das ist echt schade. Und wahrscheinlich hast du sogar eine Ladeattacke auf Glurak drauf. Wow, enger Kampf. Wirklich, also enger geht einfach nicht. Muss man einfach dazu sagen. Schade, schon fertig. Menno. Na gut, dann gibt es hier Sternstaub 650 und eine Top-Lade... Ach, sorry, eine Lade-TM natürlich, keine Top-Lade-TM. Und die Belohnung ist... Noch weiter absinken, ne? Danke. Das ist sehr motivierend, Niantic. Euer Punktesystem ist klasse. Ich werde aber trotzdem dranbleiben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Lasst ein Like da und wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir und bis zum nächsten Mal. Batsch!